Hast du Bäume nachwachsen eingestellt, oder? Ach, warte, oh, gut, dass du das auch mit... Nein, ist egal. Halt einen Weg raus. Nee, nee, ist schon gut. Hatte ich eh vor. Kann man das während dem Spiel noch umstellen? Ja, klar. Kannst du auch hier Gebäude zerstören, kannst du mal umstellen. Okay, ach, ist beides... Okay. Beides richtig eingestellt. Das ist so witzig, das ist genau der Spot, den ich in der PlayStation-Version hatte. Richtig. Aber der also ist gut. Ja, vor allem, ich kenne mich hier relativ gut aus. Ich weiß auch, vielleicht machen wir die gleiche Höhle. Hier rechts vom Fluss ist übrigens, wir nennen das Animal Kingdom, da ist nur Wild. Also Eidechsen und alles ohne Ende, ja, ne Sarah? Ja. Und Bären. Da hat man auch direkt genug für den eigenen Brombeergarten. Gefällt mir. Fühlt sich wie Heimat an. Da habe ich immer was richtig gemacht. Ja, so, Wasserständer meistens stehen auch. Können wir ja auch fast schon eine Baumrutsche bauen. Baumrutsche? Achso, ja, so Schlitten. Würde ich zwei bauen. Weil einer baut dann und die anderen gehen, beziehungsweise wenn wir Holz hacken gehen, weißt du, da... Wenn nicht sogar drei, dann hat man das relativ schnell. Wir hatten das hinter das. Wir hätten hinter den Forstbetrieb hier aufmachen können. Also. Und vielleicht ein Lager am Strand. Ein Baumlager, meine ich. Ja, ja. Dann würde ich auch hier unten bauen, wo wir den Steg bauen, jetzt hier. Ich geh mal Äste sammeln. Ja, ich hab Äste auch leer. Ich komm mit. Vergesst Essen und Trinken nicht, ne? Ja, ja. Hat jemand... Lagerfeuer? Ah, ich sehe. Okay, alles klar. Hab's übersehen. Ich muss sagen, liegen ist nur noch nicht an. Alles gut. Fällt die Klippe runter, Vorsicht, Daniel. Yep. Das will nicht klein beigeben. Soll ich schon mal den Steg rüber blau skizzen? Kannst schon mal machen, ja. Links vom Felsen oder rechts vom Felsen? Du gehst einfach bis an die Stelle, wo du stehen kannst. Da an die längste. Ich würde noch was weiter links gehen, glaube ich. Du hast den kürzesten Weg Stegbaus. Ja, aber ich baue den vielleicht ein bisschen im Wasser, damit die Eingeborenen... geh mal was weiter links. Da geht es ja noch weiter in dir. Guck mal, ein bisschen links von dir. Müsste es noch ein bisschen weiter reingehen, glaube ich.
Alter, komm, schlitt nicht rüber, wenn ich den Steg jetzt nicht im ersten Wasser setze, oder? Doch, eine Treppe. Wir können die eine Treppe dran bauen. Ja, mir geht's darum, dass die Eingeborenen, weil die sind zu doof, um drauf zu springen. Die latschen dann meistens ins Wasser und ertrinken dann ganz, ganz fürchterlich. Ja, musst ja nicht ganz ins Wasser bauen. Aber du denkst, du setzt ja vor Kopf noch die Treppe. Ein bisschen weiter rein würde ich noch gehen. Ja, ja oder so, genau. Wie sagt er denn? Was denn? Daniel hat wieder Bauschwierigkeiten. Na, ich hab dich mit Fundamenten vertan, alles klar. Da muss, ist ein Reitersteg, gibt's da. Hey, da hast du mal noch Stöcker. Ich glaube nicht mehr viele, wieso? Weil da noch ein angefangener Schlitten steht, den ich gerne fährt. Da stehen sogar noch zwei angefangene Schlitten. Hier sind noch Stöcke, Hase, ich hab voll. Liegen noch zwei bei mir. Sobald ich gleich meinen Schlitten voll Holz geschlagen habe, komme ich mit dem restlichen Stöcke rum. Timber. Und wenn wir Eingeborene sehen, immer direkt zum Steg zurückziehen, einfach. Habt ihr einzelne Plattformen hintereinander gesetzt? Nee, ich konnte die durchziehen. Dann hast du Fundamente genommen, richtig? Nee, Steg. Das ist ein Reitersteg und dann habe ich ihn einmal geklickt und dann konnte ich ihn durchziehen. Bin dann darüber geschwommen und hab den dann quasi mitgezogen. Soll ich mal versuchen, den Steg zu setzen? Ja, mach mal. Ich hab, oder ich hab den das falsche Objekt, ich hab jetzt Plattform genommen, aber... Nee, da ist ein eigener Reitersteg. Ich glaube bei Booten irgendwo steht der. Meinst du eigenen Boden? Warte, ich komm mal... Also eigenes Fundament gibt es, das wäre jetzt meine Lösung gewesen, oder halt, den... Warte mal, ich komme. Plattformen, das sind nur einzelne Elemente. Trinken? So. Baumenü. Bim, 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 bim. Schiff. Steg. Mit R dreht man, ne? Irgendwie kann ich hier gerade nicht weiterbauen. Wieso nicht? Ich denke, du meinst Fundamente. Die kann man nämlich, die kannst du ja auch ins Wasser setzen. Ich versuch's mal von hier aus.
letztes Mal wunderbar geklappt. Versuch mal Fundamente, das müsste das sein. Was tust du mit dem Begriff wahrscheinlich? Nee, ich hab's wirklich mit, ich hab den Steger, ich kann ja sehen, wie weit ich ihn ins Wasser bauen kann. Ja, langsam wird's dunkel. Ja. Wie witzig. Ich bin so doof. Ich habe einen Bogen gebaut, aber keine Pfeile. Irgendwie schon clever. Das funktioniert das noch nicht so, wie ich das... Das hat letztes Mal so super funktioniert, ne Hase? Ich sehe nichts mehr, den muss ich morgen machen. Ich kann aber jeden Moment auch schlafen. Ah, es kommt auch am nächsten Morgen. Ja, das müssen wir mal mit Fundamenten probieren, aber wie gesagt, ich habe letztes Mal einfach einen Steg von Insel zu Insel gebaut. Ja gut, die sind ja... Also, der Begriff Fundament ist auch irgendwie auch falsch, also du kannst da ja auch Brücken mitsetzen, also... Nein, du hast ja diesen Schiffsreiter da, ne? Weißt ja, wo Boote sind. Ja. Und da ist auch Steg. Nur verstehe ich nicht, dass das jetzt nicht stimmt. Funktioniert. Weil ich konnte den jetzt nur bis zu einer gewissen Länge bauen. Ah. Aber reicht der, würde das nicht reichen von hier aus bis oder ist das noch im tiefen Wasser? Das ist das Ding. Ich guck gleich noch mal am Tag. Weil so könnte das man den Schlitten ja nehmen und dann die restlichen Meter dann einfach tragen. Ja, ich guck mal. Oh, ihr wartet auf mich, ne? Habt ihr schon gespeichert? Jetzt. Okay, mach ich auch eben. Müssen wir jetzt auch gleich schlafen können. Ja, sieht gut aus. Ich kann. Ich auch. Und mein Feuerzeug brennt immer noch. So. Ach, wir können ja jetzt, ja, wir können auch hier die Töpfe nehmen und Wasser kochen. Zum Trinken. Wir müssen nur den Topf ausrüsten und dann irgendwann müsste dann C erscheinen. Also beim... Okay, aber ne, sag nicht, hier geht's nicht, geht nur im See oder was. Ah, falls Salzwasser ist wahrscheinlich, wa? Ja, okay. Gut, hier bringen sie nichts. Wir müssen brauchen Seewasser.
So. Könnte man hier vielleicht noch einen Steg hinbauen, ne? Warte. Warte, warte, warte. Treppe. Wo baute man Treppen? Wahrscheinlich bei Fundamenten, so da Treppe. So, wir können anfangen zu bauen. Und ich sollte mal was essen und trinken gehen erst. Ich bin ja immer versucht, ein Bein zu essen. Ja. Gönn dir. Schlachtet meiner die Schildkröten, dann können wir unser Zeugs wieder aufmachen, voll machen. Kann hier aber sonst gleich. Wasser und Schildkröten haben wir noch nicht, ne? Aber das können wir mit, aber im Topf brauchen wir was, Seewasser. Ja, leider. Ja, ich habe noch was zu trinken, oder? Ja. Sarah denn? Holz hacken? Baumfällen. Oh, zu Hause machst du das nie. Also drei geile Beine hier. Drei geile Beine, ja. Klang falsch. Hast du schon Hunger, ja? Also die muss ich mal die Zehennägel betrachten. Richtig lecker. Nein, das ist ja, das Leckerste ist die dreckige Haut darunter. Gut, man muss aber auch fairerweise dabei sagen, wir haben ja keinen Knipser, ne? Und keine Nagelschere. Ja. Naja, gut, aber... Und bei Benutzung sollten die auch nicht so lang werden. Es sind Eingeborene, ja, aber so tief sind sie noch nicht gesunken. Der Baum hat hier irgendwie keinen Bock. Ah. Na komm. Fall um. Ich habe die Treppe was lang hier gebaut, aber egal. Sieht doch pässig aus. Hm? Sieht doch pässig aus. Ja. Ah, das können wir echt schön befestigen dann von der. Ja, du kannst hier vorne über das Fallen bauen am Strand und so, weißt du? Ich kann die, diese Katapulte kann ich sehr empfehlen, diese Steinkatapulte. Ja, zwei davon. Könntest noch mit Ästen noch den einen Schlitten, der da hinten steht, fertig bauen. Ja, ich bin gerade dabei, die Schildkröten hier. Ja, genau. Vorzubereiten für das Galadini heute Abend. Das darf niemals Peter sehen. Was hast du getan? Ja gut, ich gehe jetzt nicht unbedingt pfleglich mit den Schildkröten um. Scheiße, Mann, bin ich bei Peter oder was? Achso, ich dachte, du meintest mich. Okay. Als Peter sehen, ich habe nur wirklich keine Scoop. Ich habe Peter nicht gegründet. Stimmt, ja, das ja. Wenn man eine Schreibschwäche hätte. Timber! So, neben den Beinen gibt es noch lecker. Oh, wir brauchen noch einen dritten. Oh, stimmt. Ach komm, den einen brate ich jetzt hier, den. Timber! Du bist alleine im Moment, Hase. Bitte? Du
bist da im Moment alleine. Ja, ich sag's ja nur, ich hab das ja nicht immer im Blick. Wenn jemand eine Stärkung braucht, liegt Schildkröte auf dem Feuer. Mhm. Ja, ich bring auch gleich noch einen. Da hängst du an die Trockengestelle doch, oder? Nee, die sind voll. Ah, ja, sehr gut. Es hängen zu viele Beine an den Gestellen. Vielleicht sollten wir die entsorgen. Ja, oder für. Ja, wir hätten die roh lassen sollen für die für Fidschis. Ja, aber und die kannst du erst bauen, wenn du wahnsinnig genug bist. Dafür musst du ja erst eins essen. Mein Vorschlag war ja, Peter, du isst ein, zwei Beine und dann bist du der Fidschi-Meister. Super, einer muss halt der Wahnsinnige in der Gruppe sein. Nein, bei, wir schaffen das auch so. Ist doch bei Call of Cthulhu auch so. Ein bisschen Wahnsinn schadet nie. Mein Schlitten ist voll. Vielleicht lade ich es bei dir mit drauf. Oh, ich hab. Alter. Wieso habe ich nie Stöcke? Was soll das? Bleib mal gerade stehen, Peter. Stopp, 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 stopp. Was denn? Okay. Nee, fahr weiter. Da wollt ihr dir mal ein Küsschen zuwerfen. Nee. Sauf bescheucht die ich. Fangen wollte, aber ich habe leider keine Ausdauer mehr gerade. Alter, 3000 Lurche und ein Reh. Bleib doch hier. Oh, ich wollte doch gerade nur einen Pfeil in dich reinschießen. Bleib doch hier. Yo! Hinter dir, Peter? Schade. Hm? Was ist hinter mir? Das Reh wollte ich. Ich bin am Strand. Steg ist fertig. Ich baue nur eine Treppe an die andere Seite. So, das war's. Ich hab das Reh aber tatsächlich mit der Zwille erwischt. Was? Aber echt? Es hat, hat aber leider nicht für die Tötung gereicht. Aber es hat danach ganz doll geblutet. Ich wollte gerade sagen, wenn du leider schon im Bogen drei Schüsse brauchst, wenn du nicht den Kopf triffst, dann. Wenn ich wissen, wie viel Treffer du mit der Zwille erreichen musst. Die Scheißviecher bleiben ja nicht stehen. Die laufen dann ja hektisch dann, anstatt ihrem Schicksal zu ergeben. Noch ich habe übrigens beim Mike nochmal Wildfrikadellen angefragt, beziehungsweise Leberkäse. Dann lieber den Leberkäse. Nehmt mal so ein Bein in die Hand. Oh, köstlich. Hallo, ich will kein. Und noch ein Bein auf Vorrat. Fantastisch. Ich glaube, ich habe Mist vorne an der Treppe gebaut. Ich glaube, die muss ich nochmal bauen. Sonst kann man nämlich mit dem Boot nicht rüberfahren. Ich habe mal die Beine doch vorm Ständer gehängt. Wie kann man was abreißen? Dann musst du mir Bescheid sagen, dann. Ich möchte was abreißen. Naja, warte, dann. Warte. Zerstören von Gebäuden erlauben. An. Dann müsst ihr aber auch aufpassen, wenn ihr Bäume fällt. Ja. Weil dann kann man auch schon mal die eigenen. Sich selbst und eigene. Gerätschaft zerstören. Also ich weiß, wo mindestens ein See in der Nähe ist, aber das ist trotzdem noch ein ordentlicher Fußmarsch wegen Trinken. Aber andersrum, wir haben ja genug Schildkrötenständer. Ja, weißt du, ich stelle noch ein paar Blaupausen hin. Wir haben ja hier noch drei da liegen am Strand. Wobei, weißt du was, die baue ich auf der neuen Insel. Oh nein, er kann nicht kraulen, er kann nur Brust schwimmen.
Das verwundete Reh ist hier. Ja, meins habe ich getötet. Oh, dann hol es hier. Ich glaube, jetzt müsste es besser funktionieren. Ich brauche noch 7 Bäume. So. Alter, Peter, vielleicht wieder keine Wasserwaage gehabt, war ich sie jetzt schon hier? Ja, irgendwie, nö. Das Laservermessungsgerät. Auch vergessen. Die haben auch echt nichts in diesen Flugzeugen. Die sind einfach nicht darauf vorbereitet, dass man abstürzt, so, sich einen Unterkunft bauen soll. Also ja, ist wirklich so. Man kann noch so oft abstürzen, es wird einfach nicht nachgebessert. Leute, sollen wir uns nicht erstmal um Holz und alles kümmern, ehe wir da irgendwie groß auf die Jagd gehen? Ich war halt gerade hier. Ich mach nur schon mal drei Wasserständer noch auf der Insel. Ja, dann haben wir nachher alles auf der Insel. Ah, wie geil er stöhnt, wenn die Ausdauer weg ist. Oh Gott, ich hab den einen Schlitten getroffen und er fliegt durch die Luft. Alter, der hat's doch gerade gesagt. Ich kann aber jetzt auch wieder ausmachen, ich mach wieder aus, ja? Das wär, ja. Aber das meine ich mit nervig halt, weil dann auch teilweise, wenn du schon Barrikaden da stehen hast oder so, das kotzt einen dann richtig an. Ach, weil der Schlitten quasi gerade voll war. Leer machen kann man nicht, das ist kein Problem. Wie kriegen wir den da jetzt wieder raus? Wahrscheinlich gar nicht. Aber wir können ihn leer machen. Entschuldigung. Heißt, du baust man dann jetzt auch einen neuen? Ich glaube, am Strand steht sogar noch ein Konstrukt für einen neuen. Ja, der ist noch fast fertig. Fehlen nur noch ein paar Stöcker. Ach, schade. Okay, gut. Ist halt so. Ich hole hier die beiden Holzdinger noch mit. Was ist denn die äußere Anzeige, Daniel? Könnte Sauerstoff sein. Ja, aber die ist bei mir rot blinkend. Oder ist das irgendwas mit Ausdauer? Ausdauer müsste der innere Kreis sein, oder? Ne, der innere Kreis ist Ausdauer. Warte mal, was ist denn, wenn man Holz hackt? Welche wird denn da ab? Ich mach mal. Ja, das ist schon die innere. Aber die innere füllt sich nicht mehr weiter auf, wenn die äußere. Könnte Erschöpfung sein. Ja, da musst du was essen, was trinken. Ja, ich geh mal was essen, was trinken. Genau, das so war es richtig. Ich hab den Ersatzschlitten fertig gemacht. Moped 2. Ja. Ja, ist direkt der Balken wieder voll. Ich brauche dringend was zu trinken. Muss ja dann noch eine Brause aufmachen. Wobei, warte mal, hier vorne ist doch Flusswasser. Was ist denn damit? Ja, müsste eigentlich doch dann funktionieren, oder? Ich guck mal eben. Also, ich habe